Wer kennt es nicht? Ja, Greenwash sticht das selber. Heute, da haben wir einen Schmankerl. Es passt auch zu den Themen, die wir hatten, auch zu dem, was ich gerade eben schon erzählt habe aus Venedig und so weiter. Denn wir sprechen jetzt über Kreuzfahrtschiffe. Geil. Kreuzfahrtschiffe, what the flying fuck? Kreuzfahrtschiffe sind so crazy, dass das eigentlich jeder Beschreibung spottet, dass es sie heute noch gibt. Also wer dann irgendwie sagt, von wegen so, ich wollte schon immer mal eine Kreuzfahrt machen, streich das. Ohne Scheiß. Du kannst dir für dich selber die Entscheidung treffen, du willst in deinem Leben niemals eine Kreuzfahrt. In deinem Lebenszeitalter muss es keine Kreuzfahrt geben. Du kannst dich dagegen entscheiden. Wenn du die ganze Zeit in diesem Punkt bist, wo du sagst so, vielleicht mal, ich halte mir das mal offen. Nee, du kannst dich jetzt dafür entscheiden, zu sagen, ich mache niemals in meinem Leben eine Kreuzfahrt. Dafür kannst du dich entscheiden, weil das jetzt einfach nicht mehr die Zeit dafür ist. Das ist jetzt einfach das war gewesen und es kommt doch nie wieder. Und bis das Ding nicht als Windjammer um die Erde fährt, also oder mit einem grünen Antrieb, ist das vorbei. Und warum? Aus vollem Grund. Weil das nämlich am Tag so viel ausstößt wie 84.000 Autos. Das ist einfach, what the, also das ist eine komplette Perversion. Und dann gibt es halt eben dann tatsächlich dann Kreuzfahrtbetreiber, die sind dann noch so crazy und versuchen das dann irgendwie grün anzumalen. Das ist also. Das ist fast so irre wie irgendwelche Rüstungsbetriebe, die versuchen, ihre Panzer als Nachhaltigkeit zu deklarieren. Und da gibt es dann eben AIDA, die sagt dann irgendwie so, okay, wir machen jetzt Green Cruises und erzählt dann irgendwie so, ja, wir haben ja LNG da drin. Also sprich, einen anderen Kraftstoff, der halt irgendwie anders verklappt wird und so weiter und ein bisschen pupsmäßig besser ist, aber nicht in keinster Weise insgesamt besser. Und das Lustige ist dann, dass sie einerseits sagen, was sie dann verschweigen, ist, sie holen es dann aus Fracking-Gas, also noch nicht mal irgendwie so, holen Ist dann es das aus nicht das, was Fracking-Gas. wir dringend brauchen, Ja, für danke, unsere danke, genau. Wohnungen zu heizen? Genau, pass auf, Fracking-Gas plus verkaufen das dann angeblich als irgendwie nachhaltiger, obwohl es dann nicht ist. Also es ist die eine Greenwashing, das eine Greenwashing-Verbrechen ist halt irgendwie sowas herbeizulügen. Und das andere ist dann eben, dass es Filteranlagen gibt, zu denen sie von Gesetzes wegen gezwungen sind und verkaufen das als so unser Investment, das machen wir für euch, damit ihr ein besseres Gefühl habt und so weiter, weil wir die Verantwortung bewusst sind und so weiter. Deswegen machen wir jetzt diese Filteranlagen. Das ist halt auch so ein Wow. Greenwashing-Sünde, dass man da einerseits Sachen falsch darstellt, sich selber grün anmalt oder eben Sachen, die man eh machen muss, dann einfach als Leistung ausweist. Das ist allerdings vor dem Krieg schon gewesen. Nichtsdestotrotz gibt es das immer noch. Es gab ja dieses eine Schiff, was irgendwie, glaube ich, in Hamburg oder in Bre also irgendwo da oben im Norden, in irgendeiner Werft dann doch irgendwie so ein bisschen rumstand, fertig und keiner konnte es kaufen, wo irgendwie, was weiß Das ich, wie viele. Disney-Ding oder was? Ja, genau, und was Disney Okay. dann für einen Bruchteil des Preises gekauft hat. Nee, das kannst du alles vergessen. Neben dem, dass die halt so einen hohen Umweltimpact haben, darf man nicht vergessen, das sind eigentlich Perversionen unserer Zeit. Du checkst ein auf einer schwimmenden Stadt mit richtig großem Umweltgift, so, fährst dann auf dem Schiff in Länder, meist ja in Länder, wo Leute unter ärmlichen Bedingungen leben, fotografierst sie dann so einen halben Tag, gehst dann wieder aus der Verantwortung raus, wieder aufs Schiff, fährst weiter in diesem Refugium, was quasi eine Art so Vergnügungspark ist mit Restaurant und Schnellrestaurant und so weiter. Hinten wird dann das Schweröl verklappt und oben kommt das CO2 raus. Es ist das Raumschiff des Kapitalismus in seiner perversesten Form. Ich verstehe, also man müsste, wenn man politischer Akteur wäre, sagen so, nein, das findet nicht mehr statt. Das ist jetzt aus. Darf man nicht mehr. Fertig. So. Und das Das, ist wirklich ne? ein Punkt. Also ich kann mir auch nicht da irgendwie eine Form von Genuss vorstellen. Also ich kann verstehen, wenn man irgendwo hinfliegt, ja, und in irgendeinen Hotelbunker all inclusive macht. Das kann ich alles komplett nachvollziehen und selber auch schon gemacht. Aber auf so einem fucking Kreuzfahrtschiff, why? Also ich verstehe, Ich fahre was ist denn in einer wirklich der Shopping Reiz? Mall, fahre ich auf dem Meer. Ja, wenn du draußen auf der Reling bist, kannst du lange aufs Wasser gucken. Ja gut, aber das kann ich ja woanders auch. Aber ist es eher das Ding, ich bin in vielen Ländern in kurzer Zeit oder so? Jetzt mal Also ernsthaft.
Also ich kann dem, also es gibt auch Teile davon, die ich verstehen kann. Ne? Also ich kann verstehen dieses, ich kann vielleicht eine ganze Reihe Länder sehen. Eine Reise mit dem Schiff ist auch was anderes als mit den anderen Mitteln und so weiter. Man erlebt das ja auch irgendwie körperlicher. Ist auch kein Gleichzeitig, richtiges Schiff mehr, es ist ja, ja. es ist eigentlich eine Stadt, ja. Du kommst aber mit anderen Leuten auch so ein bisschen in Kontakt. Also dieses, wenn ich das als idealisierte Form vorstelle, dann stelle ich mir das so vor, im Prinzip wie so ein Reisebericht aus dem 19. Traumschiff Jahrhundert, halt. wie, oder wie, ja, so 19. Jahrhundert, so Entdecker und so weiter, nur halt irgendwie mit Pfefferminzgeschmack und mit irgendwie einem Restaurant, wo es dreimal Essen gibt und wenn ich Bock habe, kann ich da irgendwie noch auf Sonnendeck und so. Das Geile ist doch eigentlich, dass in meiner Vorstellung, meine Jensi-Vorstellung, ich bin ja als Kind groß geworden mit einer Vorstellung von Kreuzfahrten, wo alte weiße amerikanische Männer in Hawaii-Hemden einfach sich einen Margarita nach der anderen reinkippen. Das ist meine Vorstellung von Kreuzfahrten. Und dass das überhaupt vor gefühlt 25 Jahren hier ein bisschen ankam und seit Jahren ja immer noch boomt und wächst, ist halt crazy. Wenn du so ein Reiseprospekt mitnimmst, wie man beim Supermarkt manchmal auslegt, dann hast du mit Sicherheit irgendwie 4 bis 8 Seiten Kreuzfahrten. Und da müssen, Irrsinn. im Prinzip müssen alle Leute da so ein bisschen mal check your values, ne? Was da genau los, so, ne? Es ist komplett irre, weil wenn du jetzt diese Externalitäten einpreisen würdest, dann kommst du ja wieder auf ganz andere Sachen. Also wenn du jetzt die Leute, die erfahren, vernünftig bezahlst, das CO2 vernünftig und dann diese ganze Öl nicht verklappst, deinen Müll nicht ins Meer schreibst und so weiter. Also wenn du versuchst, das richtig zu machen, dann kostet das ja auf einmal das Vierfache. Ja, dann macht es auch niemand mehr. Dann wirst du mal sehen, wie gut das noch funktioniert, Ja, nicht? und Das also. das ist ja immer wieder dieser Punkt, auf den ich hinaus will. Warum zögern? Es ist ja nur rauszögern, anstatt zu sagen, wir machen den Scheiß nicht mehr und fertig. Anstattdessen setzt man dann eben auf diese externalisierten Kosten, die aber nie kommen. Und das Gleiche ist ja der Fall, wenn wir von Schrumpfung sprechen, oder Post-Growth oder Degrowth. Wenn man es konsequent macht mit Emissionshandel, und zwar richtig konsequent und externalisierten Kosten, ist es unterm Strich ein Degrowth-Mechanismus. Also einerseits scheut man diesen Degrowth-Begriff wie Teufel das Weihwasser und hält auf der anderen Seite dieses große, alles reguliert sich über den Emissionshandel, weil wir alles teurer machen. Das ist die gleiche Grundlogik unterm Strich, nur das eine passiert nie. Oder viel zu langsam. Es ist aber der gleiche Pfad. So. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man das eine auf gar keinen Fall will und das andere aber schon. Also ich verstehe schon, weil es einfach eine reine Verzögerungstaktik ist. Ja, und jetzt stell dir das Ganze doch bitte schön nochmal vor als Space Travel. Was ja, Ach ne? du Scheiße, So, ey. also So das dumm. ist schon so, ne? Also, weil das da, ne? Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Also dieses von wegen, Obwohl, hier geht es das ja finde ich vor allem noch um. geiler, muss ich sagen, als auf so einem fucking Kreuzfahrtschiff. Im Weltraum finde ich schon, hat noch eine andere Qualität. Klar, nur So, ich wollte damit sagen, schwerelos und die so. Mega, ja, aber die Megalomanie dahinter, Ja, so, ja, die ja. geht es mir. Ne? Ich könnte zum Beispiel, es gibt auch spezielle Touren, die kannst du im Nordpolarmeer buchen, da sind sie richtig teuer, oder du kannst sie auch am Südpol buchen. Da kosten die so, glaube ich, 12.000 Dollar und ich glaube, im Nordpolarmeer, weil du dann mit den Russen fahren musst, bist du irgendwie bei 30.000 dabei. Da kannst du quasi 2 Wochen durchs ewige Eis fahren. Das ist auch noch was anderes, weil da bist du ja quasi so fast auf einem anderen Planeten, ne? Also Ja. unter Lebensbedingungen minus 40 Grad und so weiter. Das ist halt nochmal was ganz anderes so. Aber das ist auch eher Expedition. Nur das ist ja hier, das ist ja so konsumistisches Gewichse, ne? Du hast da irgendwie so 3 Shows am Tag und abends das Captain's Ja. Dinner und dann hältst du da Schwimmendes irgendwo an Malle. Also, und dann, ja, und du musst dir es schön trinken einfach. das ist Peak-Unkultur. So, also Wolfgang Schmidt würde ich gerne mal von Kommentaren hören. Das wäre großer Sport. Das ist komplett Oh kaputt. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, Sehr Mighty schön. Boar schreibt, es gibt Kreuzfahrt auf dem historischen Segelschiff, geht in die Karibik und auf dem Rückweg ist der Laderaum voller Rum. Das geht doch noch. Das Schiff heißt Ja. Tre Hombres, man muss aber auch anpacken und so weiter. Ja, natürlich, Ja, Bengo, das ist das doch ist super. Schiffsabenteuer, wo ich es mir auch vorstellen kann. Also das hat damit was zu tun. Das hier ist Malle auf See. So. Überhaupt nicht sinnvoll, genauso wie bei Malle, da spielt es auch keine Rolle, wenn ich, das kann ich ja unterm Solarium mir einen Eimer Sangria reinknallen, das ist das Gleiche hier. So, wenn Reise einen echten Mehrwert hat, dann sollte man das tun,
alles, was man auch zu Hause oder mit der VR-Brille und einem Bier in der Hand machen kann, lasst es sein. Ja, also generell, ich glaube, die Art, wie, wann, ob und wohin wir reisen und was man da tut, das wird sich sowieso noch mal ändern und so. Ja. Also so, ich finde halt Reisen, so wie Roger Willemsen, als er noch gelebt hat, gereist ist geil. Der geht halt hin und ist mit den Leuten in Kontakt gekommen, den Kulturen und kam mit einem genügend Sachen für ein Buch wieder so, ne? Das andere ist halt dieses, ich hätte gern, dass mein Körper an einer anderen Stelle schwitzt oder irgendwie an einer anderen Stelle funktioniert. So. Das kann ich ja auch verstehen, so, ne? Aber das hier ist halt irgendwie, weil es halt geht. So, ne? Und das muss man damit muss man sich auseinandersetzen. Und worum es ja hier geht, ist, man muss sich auch damit auseinandersetzen, was da für Scheiße erzählt wird. Und immer dann, wenn einer sowas erzählt, dann zweimal hingucken, siehe oben Ökobilanz oder siehe eben auch, dass eben in Venedig die dann irgendwie aufgehalten worden sind, so, wir müssen uns damit ernsthaft und kritisch auseinandersetzen. Ja. Sehr gut. Das beendet quasi so den Teil mit unser, übrigens Umweltbundesamt kann man sich näher angucken, lohnt sich total, der Link da unten ist Killer, seht ihr am Ende auch in den Shownotes wieder, wie üblich. Beim nächsten Mal haben wir tatsächlich auch wieder hohen Besuch. Wir hoffen, dass sie dann auch kommt und gesund ist. Und zwar in der nächsten Sendung kommt Katja Diehl, Deutschlands bekannteste Mobilitätsexpertin. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sagt sie nicht über selbst. Ich glaube, das habe ich hier einfach da auf die Karte geschrieben. Mhm. In jedem Fall glaube ich, ist es aber, dass es nicht falsch ist. Wer sie noch nicht kennt, der soll sie hier kennenlernen. Es ist total schön, immer ihr zuzuhören, sei es in irgendwelchen Shows oder irgendwie bei Twitter sie zu lesen, weil sie da doch sehr viel Awareness schafft, auch unter Leuten, die jetzt mit dem Thema noch nicht wirklich zu tun haben und auch so es gelungen ist, dass Menschen über Auto auch im öffentlichen Raum anders nachdenken und so weiter. Und wenn ich das über diese Wirkung sehe und ihre Reise und auch, was sie da eben alles geschafft hat, anzustoßen, ich glaube, da gibt es viel zu reden und ich glaube, das wird richtig toll. Insofern freue ich mich sehr. Genau, wir drücken die Daumen, dass das alles hinhaut. Ich werde jetzt nochmal freundlich daran erinnern, weil wir den Termin tatsächlich im letzten Jahr ausgemacht haben und in der Zwischenzeit ist sehr viel passiert. Sie war ja auch sehr aktiv, sie war ja auch in Lützerath und so weiter unterwegs und hatte da auch die ein oder anderen Erlebnisse der dritten Art. Aber wir freuen uns sehr und hoffen, dass das in 2 Wochen klappt. Am 7.2. ist dann die Sendung. So sieht das aus. Was hast du da noch für einen Schmankerl? Ach, das ist ja immer der Rausschmeißer. Also das, der Schmankerl hier unten rechts ist halt eben ein typisches Sharepick, das sich immer wieder lohnt, weil es irgendwie so das Problem sehr gut beschreibt, nämlich du kannst halt irgendwie ein System, das auf unendlichem Wachstum nicht auf einem endlichen Planeten ist, betreiben, zumindest nicht ewig. Insbesondere dann nicht, wenn du an Grenzen stößt, dann merkst du nämlich, das ist die Grenze jetzt. Und das in der Mitte ist jetzt nicht ein Zitat von Patrick oder mir oder von sonst irgendwann, sondern von dem wahrscheinlich renommiertesten und auch wahrscheinlich auch weltweit mitbekanntesten Klimaforscher, den es gibt, dem Herrn Schellenhuber, Gründer des PICS, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Und das ist ein Satz, den hat er vor Jahren mal gesagt und den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nämlich, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98%iger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Das ist grim, das möchte keiner hören, aber genau darauf laufen wir hinzu. Er ist nur einer, der das anspricht und das hört man dann auch immer in Zeitungen und danach wird das dann immer wieder vergessen. Das sollte aber die Rahmung sein für politisches Handeln. Und wenn das der politische Akteur nicht handelt, müssen wir ihn dazu bringen und deswegen ist das ein guter Rausschmeiß. Was ich spannend fand an dem Satz und dem Kontext ist, dass ganz viele, die sich für Klimaschutz einsetzen, gesagt haben, das wäre ganz schlimm, dass er das so gesagt hat, weil es sozusagen in eine Depression und in die Handlungsunfähigkeit führen würde. Und da würde ich vehement widersprechen, weil das sagt er jetzt nicht aus, dass das zwingend immer der Fall sein muss, sondern es gibt ja immer noch die Option zu sagen, wir steigen aus diesem Bus aus. Deswegen diese Begründung mit Apokalypse, Drohung und so weiter bringt gar nichts. Da halte ich wenig davon. Wir haben ja gesehen, wo uns das hinbringt, dass wir 50 Jahre lang das beschwichtigt haben.
Wir müssen die Wahrheit einfach aussprechen. Plus, wir haben ja auch gelernt in der Sendung 4 mit den Psychologists for Future, die uns da sehr gut die psychologischen Prozesse erklärt haben und gezeigt haben, dass genau diese Art von Wahrheit, die man braucht, weil sie eben nicht zwangsläufig dazu führt, dass man sagt, ich gehe jetzt in Handlungsunfähigkeit oder irgendwie in Depression oder Frust hinein, sondern man kann auch sagen, ich kann daraus auch eine positive, nach vorne geleitete, irgendwie auch Wut auch entwickeln oder eben sagen, okay, das ist mein Aufruf zum Handeln. So, wir können das nicht hinkriegen, wenn wir so tun, als würde nichts passieren. Nein, nein, die Scheiße wird schiefgehen. Hier wird richtig, richtig viel in die Katastrophe hineinlaufen, wenn wir das nicht abwenden. Und dass er, man, also wer mag, der soll mal ein Interview mit ihm sehen. Also das bei Jung und Naiv kann man auch ziemlich empfehlen. So, also das ist ein sehr, sehr bedächtiger, sehr, sehr vorsichtiger Mann. Der ist über 70, glaube ich, und so weiter. Und der würde das nicht so sagen, wenn es nicht in dieser Schärfe auch angebracht wäre. Der ist kein Alarmist, sondern genau das Gegenteil davon. Das ist einfach die Schlussfolgerung aus eben Analyse der Daten. Das müssen wir anerkennen und dann handeln. Ja. Na, das ist genau das. Und mir, ehrlich gesagt, macht mich diese Beschwichtigungsstrategie depressiv, weil das nimmt mir eigentlich die Handlungsoption, weil wenn ich das wirklich ernst nehme, dann habe ich keine Alternative mehr zum Handeln. So. Und deswegen, ja, brauche positive Narrative und so weiter, keine Frage, aber erst wenn man sich der gesamten Problematik wirklich durch und durch bewusst ist, dann gibt es sozusagen auch hier diesen sogenannten Kipppunkt, der dazu führt, dass wir dann positiv nach vorne gucken. So. Ja, und soziale Kipppunkte sind viel, viel schneller erreicht. Soll also heißen, wenn nur genügend Leute sagen, jawohl, ich bin damit nicht einverstanden, es ist mir nicht egal, wie es ausgeht, dann können wir es auch gemeinsam schaffen. Diesem Sinne. Ja, vielen Dank, tolle Sendung. Das Witzige ist, wir hatten gedacht, wir haben nicht genügend Material und jetzt ist die längste Sendung geworden, die wir je gemacht haben. Also insofern großartig, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Ja, ebenso. Und ich hoffe euch auch. Wie immer gilt, kräftig weiterempfehlen. Sagt es weiter, zeigt es, wenn es euch gefallen hat. Und tatsächlich, weil hier Dreckbatz schreibt, ich freue mich auf Donnerstag. Tatsächlich ist das anschlussfähig zu der heutigen Sendung. Am Donnerstag 20 Uhr Critical Infinity Livestream. Wir werden, Jens ist auch wieder dabei, wir werden über die politische Haltung von Katharina Beck von den Grünen sprechen und wie sie denn die Klimakatastrophe politisch angeht, unter anderem. Und das werden wir uns nochmal genauer angucken, analysieren, darüber diskutieren. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Dann in großer Runde Jens, Dave, Human und ich. Und es gibt tatsächlich dann die Woche drauf auch eine Art Erlebnis der dritten Art. Ja, das stimmt. Am 2.2. haben wir einen besonderen Gast, der sich uns angeboten hat. Veronika Grimm, die Wirtschaftsweisin, wird in den Critical Infinity Podcast kommen, um mit uns über Themen zu sprechen, weil wir ja quasi über sie gesprochen haben. Aber sie fände es doch gut, wenn man mal mit ihr über die Dinge spricht. Das finden wir auch gut. Und deswegen am 2.2. wird es einen Livestream geben mit Veronika Grimm als Gast. Nicht ganz so lang wie heute, nehme ich mal an. Und ja, da sind wir schon mal sehr gespannt, was da passieren wird. Wir haben ja ausgiebig sie analysiert bei Jung und Naiv und mal gucken, wie es dann so ist im direkten Gespräch. So, ihr Lieben, dann habt eine gute Nacht, trotz all diesen Informationen. Danke an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr im Chat dabei wart und ja, bis ganz bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden.
Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden.